Hallihallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Spukhaus hört sich geil an. Schaurig schön, in einem Freizeitpark dürfen natürlich auch Spuk und Trug nicht fehlen. Die Beauftragte für Tourismus hat sich für ein schauliches Spukhaus stark gemacht. Ja, da wäre ich auch dafür. Das ist doch cool, das ist cool. Ach, da oben. Wollte schon sagen, da müssen wir doch nicht fahren. Hot, 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 hot. Das ist schön, wenn man die Bahn bauen kann, aber naja, Spukhaus oder Bahn, weiß man jetzt nicht. Geht ja schon mal im Zickzack her, ne? Dann bauen wir hier mal was Schönes, oder? Hier stand einst die Villa Maltoni, das Anwesen des berüchtigten Meisterzauberers. Ich glaube natürlich nicht an Gespenster, aber wie von Geisterhand verschwinden hier ständig Dinge. Zuerst mein Notizblock, dann meine Meine Designerhandtasche. Man erzählt Designer-Handtasche. sich, dass es vor 100 Jahren bereits auf diesem Hügel gespukt haben soll. Aber kein Grund zur Dann lassen wir Sorge. hier es weiter Das waren spuken. bestimmt nur Geschichten, um Neugierige von Maltonis Anwesen fernzuhalten. Oder? Na, wie auch immer. Vielleicht nur Es meine wird Zeit, das Baumaschine alte weg. Spukhaus wieder neu zu errichten. Oder wir errichten das wie von Geisterhand. Mit null Mitarbeitern. Ja, abtragen, man kennt's. Und ausgraben. Ja, Lieferung. Gießen brauchen wir nicht. Material. Betonwände. Was braucht denn ihr hier einen Aufzugsschacht? Hallo, wir sind ja doch im Geisterhaus. Ja, bis jetzt eigentlich wie ein normales Haus leider. Bleiben wir jetzt hier stehen. Ich hab schon fast gedacht. Ah, das ist wieder nur Aufzugsschacht, Material liefern und so weiter und so fort. Okay, jetzt haben wir noch. Hoffentlich reicht das noch für das ganze Spiel hier. Sonst müssen wir noch einen Kredit aufnehmen. Wir liefern ja Material und machen alles, aber wir kriegen ja kein Geld rein, weil wir es überspringen und kennen. Natürlich geht es noch auch umso schneller. Alter, Leck. 12 Stück, tschüss. Das ist auch, also es ist halt nur, ja, ist leider nicht irgendwie mal im Design vom Spukhaus oder die Wände spukig platzieren. Das ist echt schade. Dieses Bild sieht echt so cool aus. Ich denke mal, es wird wieder ganz komisch aussehen, außer wir quatschen dann mit der. Und dann sieht es auf einmal ganz anders aus. Ja, da renne ich jetzt nicht hoch wegen den Eimer auspacken, das leckt eh nur da oben. Nicht mal was Spezielles oder irgendwas, gar nichts. Ach, das ist da echt traurig. Naja, dann ist das halt jetzt so. Wieder nur Fertigwände. Ganz, ganz einfacher. Wenn man schön dekoriert oder angemalt werden, ne, dann hätte ich das vielleicht auch noch einfach mitgemacht. Aber so. Holzelemente. Und das sind nicht mal da. Okay.
Ganz normale Holzbretter halt. Auch nicht irgendwie dick oder so. Ganz dünn. Standard. Ach, das ist doch echt, echt schade, schade, schade. Das ist echt mal das Einzige, was anders ist, wäre. Die Dinger. Komm, wenn die schon mal da sind, machen wir das, dass wir die da hinsetzen. Wir sind uns ja nicht zu faul oder so. Zu schade, aber es ist. Es ist nicht das, was mich erwartet dann hätte. Nein, wieder hoch, boah, zu viel. Jetzt dürfen wir nicht so schnell rüber. Passt dann noch von der Höhe? Ja, passt noch. Ja, wir räumen doch schon den Platz. Bau das Ding ab. Gehen wir über die Firma rein, das Ding wieder weg. Zurückgeben. Oh, damit wir jetzt noch ein paar Dollar kriegen, wie auch immer, wie viel, keine Ahnung. Ob es 39.000 gibt oder nicht. Hä? Das ist echt schade, so sieht's aus und in dem Vorschaubild ist es komplett was anderes, ne? Naja. Schade. Einfach schaulich. Jetzt ist immer noch so, sieht immer noch holzig. Ich bin mir sicher, dass die Villa viele Besucherinnen und Besucher zum gemeinsamen Gruseln anlocken wird. Und stell dir mal vor, was für sensationelle Momentaufnahmen vor diesem spektakulären und zugleich furchteinflößenden Hintergrund entstehen werden. Ich würde dich ja auf der Stelle fotografieren, aber ich kann meine Kamera nirgends finden. Du hast sie nicht zufällig hier irgendwo gesehen? Wegen 1 mm. Hm, sieht an sich ja cool aus. Oh, auch mit den Geistern, aber. Manson. Schade, dass es halt so gebaut wird und dann so aussieht. Das ist halt. Ja. Das ist schade. Sieht richtig cool aus. Haben sie irgendwie Potenzial verschenkt? Finde ich. Oder dass man mal reingehen könnte, so Spaß, aber na, das wäre zu viel Aufwand innen modellieren. Ja, aber wenigstens so bauen, dass es so aussieht, das wäre doch mal was. So noch ein paar andere Elemente hinsetzen müssen. Naja, das ist halt so, wie es ist. Okay. So, Finale. Schiffschaukel, Aufschwung der Seefahrt. Der Hafen hat die Stadt seit jeher geprägt und so ist es nicht verwunderlich, dass der Hafenmeister für dieses Projekt mit ins Boot geholt wurde. Eben solches auch zum Themenpark beizusteuern. Also an sich richtig cool. Nur die Umsetzung nicht. Was ist denn da für ein Vulkan da links? Oh oh. Nicht ins Wasser fallen, sonst fliegen wir zurück. Nein! Oh, zum Glück ist der Bauzaun da offen. Ah, da sehen man ja das Feuer, klar, das passt ja zu dem Hafenmeister.
Seitdem die Hafengegenden so aufleben, interessieren sich die Leute auch wieder verstärkt für die Seefahrt. Passend dazu haben wir uns entschieden, eine imposante Schiffsschaukel zu bauen. Die Pläne habe ich gemeinsam mit den Jungs und Mädels von der Werft angefertigt. Die anderen wollten ein modernes Schiff, aber ich habe mich am Ende durchgesetzt und jetzt wird es ein Piratenschiff. Es wird von Wasser umgeben sein, deshalb braucht es eine besonders stabile Basis. Das Schiff selbst wenn man da mal Wasser reinschütten würde nebenbei oder irgendwas. Sobald die Vorbereitungen hier abgeschlossen sind. Einmal wie vom Geisterhaus da. Naja. Wo ist das? So, es macht Tiefbau an. Wir haben uns ja sowieso schon hochgearbeitet, deswegen könnt ihr auch mal das Material liefern, ne? Plattenfundament. Gießen. Machen wir so alles unsere fleißigen Helfer. Da stand doch etwas mit dem Bagger drin. Ja, Bagger. Was für ein Bagger. Nee, Bohren brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Reicht. Ja, wie soll ich das denn wegschieben, wenn das da liegt? Das ist mein Fehler. Nee, es ist nicht. Wow. Die Sachen im Weg. Ja, okay. Wie willst du das wegkriegen? Gar nicht. Was ist das denn ja ernst? Was ist denn das für eine verbackte Quest? Was soll ich denn da jetzt machen? Soll ich jetzt mit dem Auto wegschieben oder nicht? Das ist doch, oder? Bin ich noch nicht mal schuld? Kann jetzt nichts machen, ne? Ja. Außer Auftrag abbrechen, das wollen wir nicht. Komm ich jetzt hier durch? Ich bin mit Fingern. Irgendwie muss man sich ja helfen. Tut mir leid. Und wenn die Dinger nicht wegglitschen, dann kann ich da auch nicht helfen. Wenn nicht, hätte ich die jetzt mit dem Kran hier, aber ich weiß nicht, ob der die hochgekriegt hätte. Hätten wir sonst noch einen mobilen Kran hochholen müssen. Oh, hier Stahlelemente. Wo sind sie? Ja, die setze ich gerne her. Brauchen wir noch einen Kran. Und dann geht das ab. Zack. Mieten. Jo. Zack. Und. Kamera, drehen Sie sich mit. Danke. Ja, erstmal hinten anfangen. Ich bin gar nicht mehr in der Materie drin. Okay. Wie da sich was im Weg befindet. Ach, der Kran befindet sich im Weg, Mann. Das Kameraproblem haben sie aber trotzdem bis heute nicht gelöst. Also haben sie sich nicht meine Videos angeguckt. Ich meine, würden sie auch niemals machen, aber. Na, von der Community, die jetzt vielleicht nicht so riesig ist. Hätte man das da mal machen können.
Aber ja, wo weiß man denn schon, wo sich jemand dann beschwert oder Verbesserungsvorschläge gibt oder nicht? Ja, nur wissen. Es ist das Dunkel, ich sehe gar nicht mehr. Ja, egal, das wird jetzt nur noch das hier, weil ja, die andere letzte Aufgabe kriegen wir nicht noch mit rein. Aber egal, wie lang das oder kurz das letzte Video wird, wir gönnen uns das. Ja, jetzt soll ich wieder dahin fahren. Pass auf, ich hole das jetzt, na, das ist jetzt wieder eingebaut. Ja, war so klar. Warum ist das so beschissen gemacht? Verstehe das nicht, Mann. Das geht nicht mal mitfahren. Oh, nee, wir können das andere doch noch aufnehmen, weil das ist jetzt schon vorbei. Demontieren, zack, Firma, Fuhrpark, zurückgeben, ja, 202 Dollar. Dollaris. So. Wie, unser Auto steht noch im Weg, warum denn? Wo soll ich denn den Weg räumen? War gar nicht markiert. Ja, jetzt Maya. Dann machen wir doch noch die letzte Aufgabe. Egal. Blitz und Donnerwetter. Wenn jetzt 25 Minuten geht. Was her. Man spürt regelrecht die Gischt der tosenden Wellen im Gesicht. Mit dieser Attraktion setzen wir hier im Park jedenfalls ein markantes Zeichen. Vielleicht sollten wir zusätzlich über ein paar Infotafeln nachdenken, um den jungen Leuten noch etwas Geschichte zu vermitteln und ihnen zu zeigen, wie es damals wirklich zuging. Ich freue mich schon zu sehen, wie dieses gewaltige Schiff mit lauter Leichtmatrosinnen und Leichtmatrosen an Bord über die Wellen fliegt. Sieht auch wieder cool aus. Zusammensetzung war ein bisschen blöd. Vor allen Dingen auch mit den Steak und so, da hat man ja gar nichts von gebaut. Wasser, nix, gar nichts, nichts. War alles trocken vorher. Hier am Eingang dieses Schild oder so nicht, ne? Das hätte man auch wunderbar platzieren können. Schade, schade, schade. Also kommt man jetzt nur von der Seite ran, beziehungsweise von hier hinten, ne? Okay. Aber schön sieht's aus, ne? Muss man schon sagen. Hätte man als Aufgabe mehr draus machen können. Weiß natürlich nicht, wie das ist, wenn das hier volle Pulle machst, ne? Ob das dann... hat das ja mehr Schritte, ne? Aber hier sind nur mehr Bohrungen. Oh, warte mal, Materiallieferung. Musst du mehr liefern. Auspacken, auspacken, auspacken. Firma, den Turm. Was ist auf Mittel? Dreimal. Nicht viel, weniger oder mehr. Ja, muss ich jetzt noch natürlich lesen. Ja. Glänzende Aussichten, Aussichtsturm. Umgeben von Attraktionen soll ein Aussichtspunkt das neue Zentrum im Park werden. Von hoch oben wird den Besucherinnen und Besuchern ein phänomenaler Blick über den gesamten Park und die Stadt geboten. Den machen wir natürlich jetzt noch, damit ich nicht noch eine Folge anfangen muss. Deswegen, ich weiß ja auch nicht, wie kurz die Folge geht oder gehen würde. Wie lange das dauert. Ein paar Sachen werden wir platzieren, also das, was alles geht. Ah, wir hatten auch schon XXL-Folgen von 40 Minuten. Erinnerst du dich noch an unseren fingierten UFO-Absturz im Dorf? Wer hätte gedacht, dass unser nächtlicher Ausflug solche Auswirkungen haben würde? Seitdem ist schon einige Zeit vergangen und du hast es weit gebracht. Interessanterweise erfreut sich das UFO-Thema immer noch großer Beliebtheit, weshalb wir daran nun mit einem thematisch passenden Aussichtsturm anknüpfen wollen. Man wird über die sonnigen Dächer der Stadt blicken, während man langsam zum höchsten Punkt des Parks hinaufschwebt. Natürlich nur in einer Nachbildung des echten UFOs. Für den Nachbau benötigen wir jedoch diverse Spezialteile und natürlich dein Geschick als Bauprofi. Endspurt und nochmal alles geben, lautet nun die Devise.
Jo, abtragen. Kennen wir ja schon. Bohrung. Liegen jetzt die Dinger wieder da im Weg? Ja, wirklich nicht. Gibt's doch nicht, Junge. Warum benutzt ihr die nicht? Ah, jetzt sind sie aber weggeportet. Geh mal ein kleines Stück zurück. Ja, das können wir doch gerne auspacken. Unser Geld reicht noch für den Auftrag. Das war eh der letzte. Nochmal Material liefern. Hier auspacken. Ist auch mal so rundlich klein, also nicht so klein. Passt. Ist mal was anderes, wenn man es gießt. Tschüss. Voll der Flügel hier. Aber Turm aufstellen machen wir eh mit mobilen Kran. Oh, guck mal, das sind doch mal ein paar andere Teile. Wo ist denn hier der Kranplatz? Hey, da ist noch ein Kran abgebildet. Nicht verarschen. Meistens, wo das Baumaterial hinkommt, ne? Okay, wir gucken mal, ob hier noch was ist. Wenn nicht, mobiler Kran. Auch falsches Bild eingefügt. Das war dann einfach nur auf Zacki-Zacki gearbeitet. Hier ist nichts. Ne, das ist auch ein bisschen schwach. Mobiler Kran. Ah, hier wird gar keiner angefordert oder was? Hier gleich den teuersten mieten, ja, Tab reinsetzen und ab geht die wilde Fahrt. Was ist denn da ein Ausrufezeichen, dass es nicht geht oder wie? Ach nee. Markierung, nichts gesetzt, gar nicht. Bitte, ob hier noch irgendwo ein Kranplatz versteckt ist. Nee, ist er nicht. Okay, es hat funktioniert. Nee, nicht gleich dort. Erstmal hier. Ja, das machen wir auch gerne mit und so, weil das ist ja auch mal was anderes. Das ist jetzt nicht die Welt, ja, verstehe ich. Keine Ahnung, ob es auch jemand sieht. Egal, wir machen jetzt hier den Turm. Wenn wir eine große Folge haben, haben wir halt eine große Folge. Gut, doch denke ich eh vor. Gott, Gott, Google.
Naja, aber hier an, sonst sind die doch auch jedes Mal am Weg, bei jedem Mal Aufgabe. Nein! Sei dich losgelassen. Ist halt, wenn es schnell gehen muss, ne? dann wird das nichts. Immer mit der Ruhe. Klappt das nicht. So, Material, das werden wir mal so liefern. Auspacken. Passt das noch mit dem Kran dann? Ich hoffe. Das werden wir jetzt sehen. Okay. Noch ja. Ah, Holzverkleidung hier. Jetzt sieht man ja gar nichts mehr. Ja. Wo ist denn hier das Ausrufezeichen? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Decke betonieren, na macht das doch mal einer von unseren Arbeitern hier oder was? Tschüss, kannst du Material hochliefern? Ich hab gar keins hier. Lass mal holen. Nee, lass das jetzt mal die auspacken da. Das da rüber gehen jetzt. Wieder hin und her. Nee. Und nochmal eine Betondecke. Und danach kommen noch die Elemente, oder? Turmplatzierung. Jetzt wird es interessant. Und wir stehen im Weg. Warum? Na wie, bringt das jetzt jemand oder bringt das jetzt keiner? Liefere das? Nee, ich will das hinstellen. Soll ich das hinstellen? Material, okay, verstehe ich. Jetzt geht's los hier. Das wollen doch die Leute sehen. Glaub nicht. Fangen wir vorne an. Und dann schauen wir einfach mal, ne? Damit das ein bisschen baumeln kann. Und wir brauchen dann eh ein bisschen Höhe. Was ist los? Okay, den packen wir vorne und die anderen dann in der Mitte. Wie soll denn das gehen? Oder doch nicht? Hä? Die Steuerung. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay.
stabilisieren. Ich dachte gerade schon, hey, in der Mitte, weil das so blau aussah, das geht doch gar nicht. Okay. Okay, und dann kommt noch die Abdeckung drauf, denke ich mal. So, wieder etwas runter und dahin. Genau, nehmen wir das so, wie das da liegt. So, jetzt fangen wir hier an und machen hier weiter. Ah, erstmal nur eins. Auf einmal sind noch zwei extra drauf. Okay. Passt schon, ich dachte gerade schon. Kann ich auf Maxi-Performance gehen oder was? Mit dem Ausfahren? Ich weiß es nicht. Ich drück mal nebenbei. Die maximale Höhe, Länge. Ja, ist doch easy. Ich weiß nicht, ob noch mehr geht. Doch, geht noch mehr sogar. So komisch platziert, liegt hier so blöd. Da muss doch noch so eine Plattform oder irgendwas. Ah ne, das könnte vielleicht auch nur so sein, ne? Irgendwas. Ein komisch oder so, maybe. Materiallieferung, okay, auspacken. Na, dann können wir den schon mal einpacken, weil. Ja. Weil wir den nicht mehr brauchen. Zack, zurückgeben. Zack, weg. So hoch, kann ich mal angucken. Was macht der jetzt noch hier? Verkleidung? Ja. Ja, sauber, war doch ein schöner Auftrag und da ist er daher. So, super. Ich bin hier markiert. Ach so, wegen dem Hafen. Ich bin sehr stolz, dass du es bis hierher geschafft hast und dich von den vielen Strapazen und der aufgeheizten Stimmung nicht hast unterkriegen lassen. Seitdem du dich hier einbringst und hart gearbeitet hast, haben sich die Wogen geglättet.
Der Park mit seinen Attraktionen ist eine wundervolle Möglichkeit, einen Ort zu schaffen, wo sich alle Ortsansässigen wohlfühlen können. Hier können Sie Ihre Stadt aus einer neuen Perspektive wahrnehmen und vielleicht werden Sie dann feststellen, dass es sich doch lohnt, hier zu leben. Hui. So, na gut, dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich für all die, die sich das angeguckt haben, also das Video und allgemein Bausimulator 2022. Ja, es war ein schönes Spiel, Simulator, whatever. Hat Spaß gemacht, am Ende hin natürlich hat sich das echt gezogen und immer dasselbe, ja, ist klar. Deswegen habe ich das auch so übersprungen. Alter, von hier sieht das so cool aus. Und da geht's dann weg. Ah, das spiegelt so. Deswegen. Die Textur spiegelt so. Verstehe. Ja, haben wir doch gemeistert und gemacht und getan. Und na gut. Dann wünsche ich euch, ja, keine Ahnung, viel Spaß. Schönen Abend noch, schönen Tag noch. Cinema auch hier am Start und Wasserbad. Und ja, schaut gerne auch bei den anderen Games rein, was weiß ich, was ich ja alle da im Angebot habe. Nicht Survival, ab und zu mal DBD und ja, Internet Café Simulator 1 und 2 jetzt aktuell. Und mal schauen, was noch für Schönes kommt für Simulatoren. The Bus auch, Tramsim auch natürlich, immer mal wieder, je nach Updates. Und na gut, dann macht schon gut, ich bin erstmal raus und sag ciao.